Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Turn It Up, dieses Mal aus Antwerpen. Hier werde ich nämlich meine erste WM turnen. Also wir hatten ja eine lange Vorbereitungsphase, wir waren ja erst in Frankfurt und dann sind wir alle zusammen hierher gefahren. Jetzt sind wir schon seit einer Woche hier, die Atmosphäre ist richtig krass. Also ich habe ja so eine Strichliste gemacht. Wo ich halt die besten Turnerinnen auf eine Liste geschrieben habe und ich hatte Ellie Black schon von der Liste abgestrichen und dann waren halt noch so Simone und die Amerikaner standen halt noch auf der Liste und dann waren wir unten in der Lobby und die kamen dann gerade aus dem Aufzug raus, also so Simone Biles und so, und dann hat Annalena direkt zu mir gesagt, so Mioli, wir machen das jetzt, und ich war erst so, ja, nein, aber wir haben es dann gemacht und Simone wusste dann auch, dass ich die mit der Liste bin. Also und das fand ich dann schon sehr, sehr krass. Ja, und dann habe ich halt ein Bild mit denen gemacht. Hätte mir einer vor 5 Jahren gesagt, dass ich mal eine WM mit Simone und Biles tun werde, hätte ich der Person definitiv einen Vogel gezeigt und ja, keine Ahnung. Aber es ist natürlich schon sehr, sehr krass. Die Halle ist mega. Wir hatten jetzt am Freitag unser Podiumstraining und jetzt sind wir alle ganz gespannt auf den Wettkampf. Natürlich freuen wir uns. Es ist auch ein gewisser Druck da, aber das wird bestimmt gut. Also ich habe schon realisiert, dass ich jetzt Barren turne bei der WM, und vor allem werde ich jetzt ja für 1 oder 2 Geräte mitgenommen, und das finde ich schon eine krasse Ehre, dass ich so gut an diesem einen Gerät bin, dass er mich dann für dieses eine Gerät in ein WM-Team reinnimmt. Das finde ich schon sehr toll. Also so wirklich Rituale habe ich eigentlich nicht, eher so ein bisschen, ich bin ein bisschen abergläubisch. Bei meiner Barrenübung habe ich mir eingeredet, dass ich im Einturn immer einmal runtergefallen sein muss, dass meine Übung klappt. Das kriege ich jetzt leider nicht mehr aus meinem Kopf raus, deswegen muss ich das halt jetzt so machen. Mein Glücksbringer, den habe ich gefeuert. Der ist nicht mehr bei mir, weil der mir Unglück gebracht hat. Und der sitzt jetzt bei meiner Tante im Auto und den will ich nicht mehr sehen. Ja. Also Emmas Verletzung war natürlich sehr emotional für uns und für mich auch persönlich. Bei Ellie war es genauso, da musste ich dann erstmal aus der Halle rausgehen und mich beruhigen. Bei Emma war es auch so, die hat sich am Barren verletzt. Ich habe es jetzt nicht gesehen, aber ich bin dann auch erstmal rausgegangen, musste mich beruhigen. Wir haben die ganze Woche über Übungen geturnt und dann am Dienstag war halt der Abreisetag, wo wir nach Antwerpen gefahren wären. Wir haben noch Übungen an dem Tag gemacht. Und bei meiner Barrenübung ist mir das beim Abgang passiert. Ich hatte einfach zu wenig Rotation und hatte nicht so die Kontrolle. Bin dann bei der Landung umgeknickt. Also es lag alles bei der Landung. Man hätte auch nichts machen können. Ich bin gelandet und habe es reißen oder knacken, wie man es auch will, gehört. Habe halt direkt meinen Fuß gehalten und habe geschrien, weil ich mich so erschrocken habe. Aber so das Erste, was durch meinen Kopf ging, ist es wirklich so schlimm? Kann ich turnen? Ist die WM gefährdet? Also so, das war das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist. Also nicht, was es ist, ob es schlimm ist, sondern wirklich, ob die WM ja gefährdet ist für mich. Und dann bin ich anstatt nach Antwerpen ins Krankenhaus gefahren und musste ein bisschen warten, bis ich dran kam. Aber dann hat der Arzt auch schon gesagt, mit der Teilnahme wird es nichts mehr. Kamen mir auch erstmal die Tränen, weil ich habe es einfach nicht realisiert. So, ich will unbedingt zur WM, wollte starten. War ready, war fit, und dann passiert mir das. Ich habe es geschafft, ich war im Team, und das ist natürlich so eine Enttäuschung, was da aufkam. Und ja, habe dann den Art Fuß bekommen, Gips, wie man es auch nennen will.
ich fühle mich noch Teil des Teams und es wird auch so kommuniziert, nur ich wäre auch so gerne mit da unten dabei und würde die Athleten ja unterstützen, mein Team. Das werde ich jetzt von der Tribüne mit Ellie machen. Wir werden unsere Stimme rausschreien und ich bin positiv. Ja, also mehr als anfeuern kann ich ja auch nicht. Ja, also eigentlich sollte ich jetzt auf Wolke 7 sein und in die Luft springen und schreien, aber gerade sind wir irgendwie nicht so der Stimmung zumute, weil wir jetzt halt wegen diesem einen Titel nicht sicher bei Olympia sind. Klar, wir sind schon sehr, sehr traurig. Ich bin aber eigentlich froh über meine Performance und alle anderen auch. Also wir haben das sehr gut gemacht. Wir hatten keinen einzigen Sturz, deswegen können wir uns überhaupt nichts vorwerfen. Ja, meine Bahnübung hätte immer noch ein bisschen sauberer sein können, aber für meine erste WM war es gut. Und ich bin 20. beste Turnerin am Barren. Also ich habe probiert, die Mädels so laut wie es geht anzufeiern. Ich hoffe, das hat geklappt. Ich habe jetzt schon ein bisschen morgen Halsschmerzen. Mehr. Die hat geschrien. Ich habe schon ein bisschen Halsschmerzen. Also ich höre es schon. Ich höre auch teilweise halt einfach Personen raus, die ich kenne. Jetzt mein Papa oder so und Emma haben wir auch gehört. Also Annalena und ich haben am Boden gesagt, ah, da sitzt Emma, weil man hat die gehört. Ja, aber sonst bin ich eigentlich in meinem Tunnel. Also man muss sagen, uns geht es auf jeden Fall schon viel besser. Der Schock sitzt natürlich noch tief, aber es ist auf jeden Fall schon verdaut. Ich glaube, das kommt alles erst wieder hoch, wenn es dann so Richtung Olympia geht. Wenn dann die Vorbereitung beginnt, dann wird es nochmal stärker. Aber jetzt ist gerade eigentlich okay. Also wie ich schon in einem anderen Interview gesagt habe, dieser Gang hier, den wir entlang gelaufen sind, das war wie magisch. Also irgendwie, es war so ruhig, alle waren konzentriert und dann auch diese Sprüche hier, Time to Shine oder Get Moved by Motion, das habe ich mir alles davor durchgelesen. You're gonna rock it. Da kamen dann auch coole Gedanken, dass man es halt so weit geschafft hat. Natürlich kann man es oder kann ich es noch bis zu Paris schaffen, aber das wird schwierig und deswegen denke ich gerade eher an LA oder an die WM oder an EM, das ist natürlich auch ein tolles Erlebnis. Klar, irgendwann will ich schon mal eine Olympiade geturnt haben, aber ob es dann 24 ist oder 28, ist dann auch ja, nicht so schlimm. Das war's von uns aus Antwerpen. Ihr könnt gerne mal unten in den Kommentaren schreiben, welchen Wettkampf ihr im Livestream verfolgt habt. Und natürlich könnt ihr das Video auch gerne liken und den Kanal abonnieren. Nein, scheiße!